damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Digge und Leute, ihr wisst Bescheid. Die letzte Folge ist quasi, ja, gerade eben entstanden und jetzt geht's los. Wir pflanzen ja, nehmen hier noch eben die ganzen Ancient Fruits mit und dann geht's scharf. Das heißt, wir müssen zu Gunther, wir müssen irgendwas über Goblins ja in Erfahrung bringen, um uns gegenüber dem Goblin, der uns da Zugang zur Mine verweigert, ja, quasi wehren zu können. Pass auf, ich packe hier einfach erstmal alles rein hier. Zack, zack, die Goldstar-Dinger nehme ich mit. Die Seeds können da erstmal so, ja, Seed-Dinge tun. Und, nein, die Kürbisse müssen wir noch einsammeln, Leute. Das müssen wir noch tun. Pass auf, ich mache heute einfach aus Grund des Zeitmangels hier einfach alles hier rein. So, dann kommen noch diese Dinger hier rein und dann ernten wir kurz die Kürbisse. Und müssen uns da nochmal Gedanken drüber machen, was wir da tatsächlich anpflanzen. Wir haben noch 6 Tage Zeit. Das heißt, ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, aber dieses Jam-Zeug, wenn ich jetzt nicht irgendwas komplett verraffe und das eigentlich im Sommer war oder so. Aber ich glaube, das war irgendwie so ein 6-Tages-Ding. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen, ne? Ich bin zuversichtlich. Ich hoffe sehr. So. Schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ob dieser Plan funktionieren wird, wird sich zeigen. Aber ich bin zuversichtlich. Ich meine, wer sonst könnte mir helfen, einen Goblin zu überlisten, wenn nicht Gunther? Gut, so, Kürbisse sind eingesammelt. Wir brauchen theoretisch mal ein paar Samen jetzt hier, um das wieder gerade zu ziehen. Jam Seeds, warte mal, genau. Fall 10 Tage, okay, das ist nicht cool. Eggplant Seed. Okay, ja, das wäre eine Option. Was ist das hier? Bok Choy. Bok Choy könnte natürlich auch funktionieren. 9 Tage. Das ist dann schon wieder Sommer hier. Pass auf, wir machen... ich nehme jetzt einfach Eggplant. Auch wenn sich das wahrscheinlich nicht wirklich lohnen wird, weil die ja eigentlich dafür ausgelegt sind, dass die quasi nachwachsen. Das heißt, die werden ihre ja wirkliche Effektivität bzw. Effizienz nicht wirklich mit einmal Ernten dann ausspielen können. Aber gut, dann ist das so. Kein Problem. Die haben wenigstens, ich sag mal, einen ausreichend großen Zeitraum, in dem sie wachsen. Bei diesem Bok Choy wäre jetzt ja wieder ein bisschen was verschwendet und so weiter und so fort. Und ach ja, nee, habe ich jetzt irgendwas? Nee, 5, alles klar, passt schon, alles wird gut. So, genauso werden wir es lassen und genauso werden wir es machen. Das heißt, das Zeug kommt erstmal wieder weg. Die Kürbisse können, zumindest die Goldstar-Dinger, erstmal hier rein. Der Rest kommt in meinen, ja, Fruchtvorrat. Hier so in etwa. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt dem Plan nach. Jetzt werden wir es tun, Leute. Jetzt wird es spannend und interessant. Und, ne? Ihr wisst Bescheid. Das heißt, einmal hier rüber gerockt. Ich hoffe, der will jetzt nicht irgendwelche Rohstoffe von mir haben, um mir hier eine Goblin-Verkleidung oder so zu bauen. Wir werden sehen. Ich möchte einmal in den Town, bitte. Und dann gucke ich mal zuerst hier oben vorbei. Ah, jetzt hätte ich natürlich gleich, na gut, Geoden mitnehmen können. So ist das manchmal. Ich möchte Iridium. Irgendwas. Pickaxe werden wir wahrscheinlich in naher Zukunft brauchen. Ich nehme mal die Axt mit. Nein, nicht mit. Also, nee, warte mal. Nee, ich mach mal erstmal die Hacke. Komm. Die können wir jetzt mal eben durchziehen. Das heißt, der kann sich hier fleißig um die Hacke kümmern. Die werde ich jetzt nicht brauchen. Ich bin mir halt nicht sicher, was mich in dem Dungeon dann tatsächlich erwartet, in dem wir jetzt dann gleich rein wollen. Wir werden sehen. So, Gunther, grüße dich. Ja. Okay. So ein Arsch. Gunther kann mir nicht helfen. Aber ich sehe gerade, ich habe doch hier diese Goblin-Masks. Ach, Dwarfisch, das sind Zwergendinger. Das hat mit Goblins gar nichts zu tun. Okay. Aber dieser Computer, das ist doch so. Na, wie auch mal. Ich gucke erstmal kurz, warte mal. Ich rock mal zurück zur Farm. Und werde dort. Einmal kurz, warte mal, Bus Stop, in meine, ja, Fundsachen Vorratskiste gucken. Ob ich da nicht noch irgendwas habe, was irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, ja, ne?
Hier ist nichts. Ancient Doll. Dwarf. Was ist das? Dwarf Gadget. Okay, also mit Goblins hat das hier nichts zu tun. Ah, das ist doch jetzt blöd hier. Was könnte man so einem Goblin geben, damit der vielleicht einen Goldbarren? Wenn er da so ein bisschen vielleicht... Oder einen Diamanten? Goblins waren doch die, die immer da hier ums Feuer rumgetanzt sind oder so, ne? Da war doch irgendwie mal was. Die hatten doch immer so einen Kessel voll mit Gold dabei. Oder waren das jetzt irgendwelche Trolle? Ich weiß es nicht. Ich habe das echt nicht hier, dieses ganze Fantasy-Zeug, ne? Ist mir jetzt eigentlich nichts. Ne, Goblins sind eigentlich die, die ja, so technikversiert sind, oder? Also zumindest im World of Warcraft-Universum. Beziehungsweise im Warcraft-Universum. Es ist ja nicht das World of Warcraft-Universum. Es ist ja, ne? Und so. Ihr wisst Bescheid. Gut. Vielleicht kann mir Linus einen Tipp geben. Einfach mal so. Ja. Okay. Nicht sonderlich hilfreich, aber das ist kein Problem. Das heißt, wir rocken einmal kurz hier hoch, gehen einmal kurz hier rüber und probieren es jetzt nochmal. Bestechen den mal hier mit, keine Ahnung, einem Goldbarren und einem Diamanten oder so. Vielleicht funktioniert es ja. Okay, das will er nicht. Das will er auch nicht. Okay, alles klar. Also, aber es scheint wohl tatsächlich irgendwas zu sein, was ja, was wir ihm geben müssen. Ich bin mir echt nicht sicher, ne? Was könnte man Goblin? Gibt's hier vielleicht irgendeinen Tipp? Okay, also ich brauche mehr Informationen über Goblins. Das heißt, irgendjemand muss mir sagen, was ich dem Kollegen da tatsächlich geben soll. Irgendwo muss das stehen. So, und wenn ich jetzt, also Goblin, ich gucke noch mal kurz ins Museum. Einmal noch mal kurz ins Museum. Vielleicht steht da in diesen ganzen komischen Büchern drin, was ich tatsächlich tun soll. Wir werden sehen. Town. Ich gehe jetzt einmal kurz hier runter, hier rüber, hier um die Corner. Zack, einmal dahin. So, pass auf. Erstmal kurz, vielleicht ist ja hier auch dieser Elliot, der hier komisch rumsitzt und komisch Dinge liest. Hello. Ja, ja, ist okay. Können wir mit leben. Pass auf, ich versuche jetzt mal hier die Bücher zu lesen. Ein Buch von Marnie. Okay, irgendwas mit Animals. On Foraging, Great Places, bla bla bla, Wild Produce. Nee, das ist... Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier... Wo ist jetzt das nächste Buch? Das zeigt doch hier... Ach, hier, okay. Tipps on Farming. Use Dings. Fisherman. Fisherman's Friend. Okay, ich weiß jetzt nicht sogar... Ich komme hier nicht gerade nicht ganz so klar. Goblins! Kommen as Goblin seems to be bla bla bla, Forest of the bla, hast du nicht gesehen, bla. Mhm. Okay, oh mein Gott, das ist schon wieder viel zu viel Text. Was? Nee. Mhm. Okay, jetzt ist da natürlich hier so ein lustiger Pfeil im Weg. Also, traditional Goblin Diet largely consists of grub meat. From the large and juicy group irgendwas. Goblin Home Forest und Special bla bla bla. Goblin will
Void Mayonnaise. Ah. Okay. Alles klar, pass auf. Ha. Na Mensch, krass. Okay, wir müssen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen erstmal kurz zum. In die Katakomben runter. Pass auf, ich fahre hier kurz zum Busstop. Setze mich hier auf meinen Pony. Und rock mal kurz hier in die Katakomben runter. Weil der Kollege dort unten hat ja diese Void Eggs verkauft. Ne? Void Eier. Und aus Void Eiern gibt es bestimmt Void Mayonnaise. Zumindest bin ich da zuversichtlich. Ich könnte mir auch mal einfach so ein paar Void-Eier noch mitnehmen, weil die kann man ja auch ausbrüten und dann Void-Hühner draus machen. Ich, ist das jetzt dein Ernst? Komm, geh weg. So. Genau. Das wäre eigentlich eine Option. Mal gucken, was so ein Ding kostet. Oh mein Gott. Aha, hier wird abgekumpelt. Ja. Okay, hüpfen, hüpfen. Jetzt boxen die sich. Ah, ich komme reingejingelt und kläre die Geschichte. Na klar. Easy going, das sieht voll komisch aus, was die da machen. Ja. Ah ja, okay, Azepeng ist am Start. Okay, der zündet. Ey, zünd ihn nicht an hier. Ich brauch noch was von dem. Aha. Ja, ist okay, komm. Zieht den Finger. Wir haben doch keine Zeit. Ich wollte jetzt hier noch ein bisschen was schaffen eigentlich. Okay, alles klar. Der Zwerg geht schmollen. Und Krobus. Tut irgendwelche Dinge. Genau, mach das mal. Hauptsache, du machst es schnell. Oh mein Gott, Entschuldigung. Jetzt will er mich jetzt gerade schon. Was ist denn jetzt? Okay, alles ist gut. Diese glorreichen Animationen, das ist echt immer der Wahnsinn. So, das heißt, einmal kurz hier hin. Genau. Habe ich jetzt Slime gekauft? Nein, habe ich nicht. Alles klar, Void Egg 5000. Pass auf, ich kaufe einfach mal 10 Stück. So, weil ich es kann. Auch wenn das viel zu übertrieben ist, aber das macht nichts. So, das heißt, einmal hier hoch. Zack. Aufs Pony. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das heute noch schaffen. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, 7 Minuten in der Theorie. Das heißt, einmal kurz zur Farm. Wir müssen da jetzt einmal kurz Mayonnaise draus machen. Void Mayonnaise. Und dann wird alles gut. Ich hätte, also, habe jetzt eigentlich nur begrenzt damit gerechnet, dass wir dieses Buch in der Bibliothek tatsächlich so schnell finden. Also, dass es überhaupt da ist, war ja schon mal ein Phänomen. Aber. Ich hab's doch noch irgendwo ein bisschen drauf. So, alles klar. Einmal ein White Eye hier reingepackt. Die restlichen packe ich erstmal hier hin. Wie gesagt, die könnte ich dann irgendwann vielleicht auch mal ausbrüten. Und dann habe ich so Void-Hühner, die mir regelmäßig dann Void-Eier legen. Das ist natürlich. Allerdings ist halt die Frage, was braucht, was will man mit Void-Eiern? So, ich kann die Gelegenheit nutzen, hier gleich mal ein paar die Stelle zuzumachen. Warte mal, hier machen wir zu. Weil sonst verraffe ich das dann wieder und das wäre nicht cool. Das wäre gar nicht cool, Leute. Das heißt, ja, so wird's gelingen. Einmal kurz zusehen, dass jetzt hier die Void-Mayonnaise fertig wird. Und dann geht es, ja, in die Höhle. Und dann werden wir hoffen, dass wir mit dem Zeug dann weiterkommen. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. Hier ist auf jeden Fall eine heiße Spur, würde ich sagen. Und wenn dieses komische Gerät jetzt dann tatsächlich mal ein bisschen Gas geben würde, schaffen wir das heute auch noch. Ja, ich meine, es ist schon dunkel und wir haben es schon kurz vor 8, aber ich würde gern noch gucken, ob das Ding jetzt hier Früchte trägt. Ha, 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 ha. So.
Vielleicht habe ich auch irgendwas komplett verrafft und eigentlich ist das komplett falsch. Komm jetzt. Gib mir die Mayonnaise. Ich könnte dabei mal hier kurz noch mit meinem Kätzchen da. Oh, und ich sehe gerade, mein Silo ist fertig. Mein zusätzliches. 720 Lagerkapazität. Das ist natürlich mal eine Nummer. Warte mal, komme ich jetzt hier, wenn ich... Nee, also das kann man tatsächlich nicht entfernen. Diesen Steinblock. Gut, wahrscheinlich, weil das dann der Spawnpunkt ist, wenn ich jetzt hier mit irgendeinem Totem mich hierher warpe. Das wird sein. So. Ey, wie lange braucht denn das? Sonst ist das immer hier instant fertig und jetzt ist hier, oder was? Das kann doch nicht sein. Ich muss mal kurz hier noch ein bisschen was reinpacken. Hier, zack, 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 zack. Dann können wir das nämlich das Schlimme mit dem Nützlichen verbinden. Warte mal, einmal noch ein Trüffel. Und dann von mir aus noch ein paar Eier. Habe ich noch irgendwo drei Eier? Hier, zack. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Jetzt blubbert hier auf jeden Fall schon mal alles vor sich hin. Das ist natürlich nicht schlecht. Zack. Void Mayonnaise am Start. So, das heißt, einmal hier hoch, einmal hier rüber, einmal hier rum, einmal hier lang. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ob da was passiert. Und ob wir da jetzt rein können. Ich glaube, da wird noch die ein oder andere Spielminute quasi da reingehen. In diesem Dungeon. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was uns da im Detail erwartet. Beziehungsweise, was uns da... Nee, ich weiß eigentlich gar nichts. Ich weiß, da steht ein Goblin, der uns nicht vorbeilassen will. Mehr weiß ich aktuell nicht. Aber ich denke, da wird schon noch ein bisschen was gehen. So. Ja. Genau. Gerne. Und jetzt geh weg. So, es funktioniert. Ah, hier steht tatsächlich nur ein Haus. Ich dachte, hier ist ein richtiger Dungeon. Okay, was geht hier? Ah, okay, da ist die Lost Magic Ink. Oh, und jetzt... Ah. Oh. Okay. Ich hab die Tinte gefunden, genau. So sieht's nämlich aus. Ich dachte jetzt, da ist ein übelster Dungeon dahinter oder sowas, dass wir uns da jetzt erst durch Level von Monsterhorden schlagen müssen. Nein. Ja, da war ich drin. Da stand ein Roboter drin. Ich glaube, die kann sich beschäftigen. Genau. Ja, her damit, komm. Reward ist immer gut. Blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau und erzeugt Rauch. Okay, ein Book of Summoning. Magic Buildings directly to my farm. Okay. Ja. Gerne. Okay, was? Hä? Ach, ich habe jetzt hier Zugriff zu diesem, auf dieses Buch jetzt hier, oder was? Jetzt kann ich... Ah, Junimo hat. Okay. Fiber, Starfruit, Stone. Ah. Leute, ist das geil, oder? Hier, ich kann mir jetzt hier so eine Junimo-Hütte dahin bauen und dann werden die Junimos die Früchte um diese Hütte für mich abernten. Wie geil ist das? Das ist natürlich fett. Okay, cool. Ja, nice. Danke, Digga. Young Widor, ja, okay. Ich hätte natürlich gleich ein Geschenk für dich mitbringen können. Stehst du vielleicht auf Diamanten? Ja, okay, nicht ganz so wahrscheinlich. Aber ist egal, jetzt hast du einen. So. Jo, cool. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich nice Geschichte. Was da genau mit passiert? Wo ist mein Pferd? Ach, das steht jetzt natürlich... Na gut, okay, da muss ich laufen. Was jetzt genau damit passiert und wann war das irgendwie und so, ne? Ihr wisst Bescheid, das müssen wir nochmal abwarten.
Aber das sollten wir schaffen. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Das klingt cool. Und da er ja von Bill Dings gesprochen hat, gehe ich davon aus, da wird vielleicht noch das ein oder andere weitere Gebäude irgendwie freigeschaltet irgendwann, was dann ähnliche Effekte hat. Und das ist natürlich nice. Also, ich bin begeistert. Jetzt weiß ich auch, jetzt verstehe ich so langsam den einen oder anderen Kommentar, in dem es hieß, ja, früher oder später wird es da so Automatisierungsdinger geben. Jetzt habe ich es gerafft, Leute. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich dachte, ihr meint irgendwas mit Kindern oder sowas, dass die dann anfangen, hier die Felder ab und zu pflücken oder so. Aber offensichtlich nicht. Geil. Freut mich. So, ein bisschen Heu noch eingesammelt und das soll es gewesen sein. Sehr gutes Timing. Ich lege mich jetzt ins Bett. Oh mein Gott, ja. Werde das mal einen Schluck trinken gleich. Und dann wird alles gut. Und dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wie immer, Daumen hoch, runter, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Stardew Valley. Ich bin der Digge. Bis dahin.